Hallo und herzlich willkommen zur Probefahrt mit den Kia Soul EV. Ich habe ja noch mal vorgehabt, den alten Kia Soul EV noch mal Probe zu fahren. Mitgefahren bin ich ja schon des Öfteren drin gesessen, habe ich auch schon des Öfteren. Aber mitgefahren bin ich nicht und ich wollte halt noch mal ausprobieren, wie das Ganze denn ist, gerade im Vergleich. Ich bin ja vorher den Kia e-Niro Probe gefahren. Das ist ja so das modernste Auto, was wir als von den beiden da haben. Und das wollte ich halt mal miteinander vergleichen. Beziehungsweise jetzt geht es speziell wirklich nur um den Kia Soul EV. Und ja, ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, das ist für mich ja so die eierlegende Wollmilchsau, weil er bietet eigentlich von allem ja einen durchschnittlichen bzw. sogar sehr guten Wert. Und da haben wir beispielsweise jetzt mal die Außenmaße sind ja klein kompakt, sage ich mal. Man kommt damit in der Stadt gut zurecht. Trotzdem hat man im Innenraum unwahrscheinlich viel Platz, gerade was die Kopffreiheit anbelangt. Oder auch, dass man vorne und hinten auch mit meiner Größe sitzen kann, ohne dass man jetzt sich die Vordersitze zwischen die Knie packen muss oder so. Das braucht man bei dem Wagen nicht und man kann sogar die Füße unter den Vordersitz schieben. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, der Kia Soul EV hat ja noch die manuell verstellbaren Sitze. Das heißt, da sind noch keine Elektromotoren drin, die jetzt den Sitz verstellen. Das wird es aber im Kia e-Soul geben, also in der Neuauflage des Kia Soul EV. Den wird es dann auch mit elektrisch verstellbaren Sitzen geben. Wie es da drin aussieht, ja, ist so ein bisschen zwiespältig. Kann natürlich sein, dass nach unten alles vollgebaut ist mit den Motoren. Andersrum weiß ich, dass die Verstellung bei den elektrischen Sitzen besser ist. Da hat man eine bessere Oberschenkelauflage beispielsweise, wenn man so groß ist wie ich und vorne am Lenkrad sitzt. Ja, die Kopffreiheit habe ich schon angesprochen, genauso die Beinfreiheit. Ich sitze hinten wirklich, wenn ich mir vorne den Sitz einstelle, sehr bequem drin und habe noch ungefähr so viel Platz zwischen den Knien und den Sitzen. Und das muss man erstmal in meinem Auto finden. Ja, Platzverhältnis im Allgemeinen finde ich innen drin wirklich sehr gut, weil halt das Auto, der Kia Soul EV, in einer Kastenform gebaut wurde. Und so fällt halt das Dach nicht so schräg nach hinten oder zu den Seiten ab, wie es beispielsweise beim Hyundai Kona Electric der Fall ist. Und das begünstigt dann natürlich auch, dass ich oder dass man vorne und hinten fast die gleiche Kopffreiheit hat. Das ist schon mal ein wirklich sehr guter Wert. Wenn ich jetzt das Fahrverhalten miteinander vergleiche, dann merkt man schon, dass das Fahrwerk, es ist eigentlich nicht alt. Es ist, ja, nur halt kommt es den Vergleich mit dem e-Niro natürlich nicht hinterher. Der e-Niro hat einen längeren Radstand und hat schon die Multilink-Hinterachse drin, währenddessen halt der Kia Soul EV immer noch mit einer Verbundlenkerachse hinten rumfährt. Das merkt man schon. Das Fahrgefühl beim Kia Soul EV ist einfach eher so Go-Kart-mäßig. Also man sitzt sehr hoch, hat einen wunderbaren Überblick. Den finde ich sogar noch besser wie im Kia e-Niro. Aber man hat halt, der Schwerpunkt ist wirklich unten. Man hat einen kürzeren Radstand. Das Auto fühlt sich einfach kompakter an, so Go-Kart-mäßig halt. Und was ich noch habe, sind dann halt die Unterschiede, die mir aufgefallen sind zwischen dem Verbrenner, also den Kia Soul als Verbrenner und den Kia Soul EV. Das habe ich auch beim e-Niro schon mal gemacht. Da haben wir halt den Unterschied im Fußraum. Das heißt, der Fußboden sozusagen ist halt beim EV, also bei der elektrischen Version, höher als beim Verbrenner. Und da gibt es dann halt Unterschiede, wenn ich jetzt mal den Abstand zwischen Oberkante des Schwellers und den Teppich nehme. Da habe ich beim Kia Soul EV 9 cm vorne und beim Verbrenner, also mit dem Verbrennermotor, 10 cm vorne. Es ist 1 cm Unterschied, ist nicht viel. Aber jetzt gehen wir mal nach hinten. Da kommt nämlich der große Unterschied,
Da haben wir dann Zoll EV 5 cm nur noch und beim Verbrenner 14 cm. Das heißt 9 cm Unterschied in der Höhe des Fußraums. Das ist schon eine ganze Menge. Also man muss sich mal vorstellen, ihr sitzt auf einem Stuhl und legt euch jetzt mal 9 cm dicken Stapel Bücher unter die Füße. Und fühlt mal rein, wie er dann da sitzt. Das ist schon mal ein Unterschied. Was es noch für einen Unterschied gibt, ist, dass der Kia Soul EV hinten einen Kardantunnel hat, währenddessen der Verbrenner praktisch keinen hat. Also das ist wirklich nur so eine Fingerdick ist da ein kleiner Unterschied drin. Aber beim Kia Soul EV sind es 5,5 cm und beim Verbrenner nur 1,5 cm. Das ist schon mal ein richtig schöner Unterschied. Ja, und dann möchte ich noch mal ganz kurz zur Ausstattung eingehen. Den Kia Soul EV gab es ja in zwei Ausstattungsversionen. Der eine oder die erste, die Grundausstattung ist ja die Plug-Version. Die ist halt recht mager ausgestattet, hat unter anderem halt auch kein CHAdeMO-Anschluss. Also man kann wirklich nur AC laden, aber nicht DC. Und man hätte dann halt auch keine Wärmepumpe drin, die ja gerade im Winter doch sehr wichtig sein kann, wenn man halt den Wagen heizen muss während der Fahrt, weil man vielleicht nicht vorheizen kann mit der Übersteckdose. Zum anderen gibt es dann halt die Play-Version, das ist halt die gehobenere Ausstattung. Und auf diese Play-Version kann man dann nochmal das Komfortpaket drauf buchen, beziehungsweise bei der Einfarblackierung auch nochmal das Panorama-Glasdach, welches ich übrigens sehr toll finde. Der Vorführwagen sieht übrigens so aus. Ja, also diese Farbe nennt sich Snow White Pearl und mit Dachfarbe Electronic Blue. Es gibt ja noch die andere Variante, also diese Variante nenne ich gerne OP-Kittel, weil sie hier auf dem Prospekt irgendwie aussieht, so wie OP-Kittel. Dann gibt es noch die Variante Caribbean Blue Metallic mit Dachfarbe Weiß, das ist für mich immer Schlumpf. Dann gibt es noch die Lack- und Leder-Variante, das ist Cassis Schwarz Metallic mit Dachfarbe Rot. Dann gibt es jetzt relativ neu, halt die Farbvariante Cassis Schwarz Metallic, Titanium Silber Metallic und Freezy White Metallic. Sieht so ein bisschen nach Steingrau aus, sagen wir es mal so. Ja, bei der Innenausstattung gibt es dann halt, wie gesagt, diese Pakete und nur noch das Komfortpaket dazu zu buchen und das Panoramadach. Das Panoramadach kostet übrigens 990 Euro Aufpreis und das Komfortpaket 1400 Euro Aufpreis. Ja, was hat das Fahrzeug noch? Es hat einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer Leistung von 30 oder einer Speicherkapazität von 30 Kilowattstunden. Der Motor hat eine Leistung von 81,4 Kilowatt, das sind dann 110 PS mit 285 Newtonmeter Drehmoment und eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometer. Ja, die Reichweite gibt ja hier nach dem NEFZ-Wert noch an, das waren ja 250 Kilometer. Realistisch sind im Sommer 200 und im Winter sowas um die 170 Kilometer kommt man damit. Je nachdem, wie man fährt und wenn man es natürlich auf der Autobahn knallen lässt mit Tempo 145, dann ist der Akkulader schon nach 100 Kilometern leer. Aber gut, da muss man dann mit leben. Also das ist halt der Nachteil vom Design Schrankwand. So, ja, jetzt bin ich eigentlich schon mit den größten Details durch. Ein Detail wollte ich noch erwähnen, weil das ja scheinbar sehr großen Anklang findet und einige Leute doch ein Auto verschmähen, wenn dieses Detail nicht verbaut wurde. Und zwar gibt es mit dem Komfortpaket eine 12-Volt-Steckdose hinten im Kofferraum. Und da sind wir auch gleich beim Kofferraum. Der ist nicht besonders groß, aber für dieses Auto durchaus ausreichend. Der bewegt sich bei 281 Liter mit aufgestellter Rücksitzlehne und bei umgeklappten Rücksitzlehnen 891 Liter. Ich habe ja schon mal einen Vergleich gebracht zu dem neuen e-Soul. Da ist das ja doch immens gestiegen, das Kofferraumvolumen. Nicht zuletzt auch, weil das Heck des Fahrzeuges als solches nochmal zugelegt hat. Das war jetzt eigentlich schon mal so das Grobe im Überblick zu dem Kia Soul EV, die Probefahrt, die wir gemacht haben, die ich mit KD Schmidt zusammen gemacht habe. Und das Fahrzeug wurde uns zur Verfügung gestellt vom Autohaus Kia Dinnebier. Und ja, wer jetzt meint, er müsste sich dieses Auto kaufen, der ist leider schon weg und
Was aber sehr empfehlenswert ist, wenn ihr euch überlegt, jetzt ein Elektroauto zu kaufen und würdet gerne was Modernes kaufen und den Kia e-Soul eventuell bestellen. Da sind ja leider die Lieferzeiten jetzt auch schon mit 12 Monaten plus angegeben. Wer jetzt aber unbedingt ein Auto haben will, ich kann nur wärmstens empfehlen, dieses Auto auch gebraucht zu kaufen, beziehungsweise es gibt noch Händlerbestände, da kann man jetzt noch zuschlagen. Es werden nicht mehr viele sein, sie werden weniger werden. Es gibt zwei Unterschiede ab 2017, das war das 2018er Modelljahr, gibt es halt erst den 30 Kilowattstunden Akku, auch mit einer neuen Software drauf. Davor gab es halt nur einen 27 Kilowattstunden Akku. Der hatte auch immer nur bis 80% schnell geladen und mit dem Software-Update und dem Akku-Update gab es dann halt die Möglichkeit, bis zu 94% DC schnell zu laden. Ja, und wenn wir jetzt mal zu den Preisen kommen, die möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Das Fahrzeug ist ausgestattet halt mit der Play-Ausstattung und dem Komfortpaket. Und die Play-Variante alleine kostete schon 31.390 Euro und das Komfortpaket 1.480 Euro, was einen Komplettpreis von 32.790 Euro ausmacht. Wenn ihr da jetzt schon mal noch die Förderung abzieht, das sind ja dann auch nochmal 4.000 Euro, dann seid ihr bei 28.790 Euro. Vielleicht kriegt ihr noch irgendwie einen kleinen Rabatt drauf, weil es eventuell noch ein Lagerbestandsfahrzeug ist. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, was noch neu ist in der letzten Preisliste oder in den letzten zwei Jahren war es, glaube ich, ob es 2017 war es gewesen. Da stehen jetzt noch andere Kosten mit drauf in der Preisliste, nämlich das Ladekabel Typ 1 zu Typ 2. Das kostet dann schon mal 357,23 Euro. Wenn ihr noch eine Ladestation mit maximal 22 kW dreiphasig, 32 Ampere haben wollt, dann sind das 1062 Euro, beziehungsweise Ladestation bis maximal 7,4 Kilowatt, dann habt ihr 950 Euro dafür auf den Tisch zu legen. Das war halt mal so eine Ergänzung zu der Preisliste, die bisher immer da war. Da stand es nämlich nicht drin. Ansonsten ist das Fahrzeug natürlich ausgestattet, auch mit Tempomat, Tempobegrenzer. Ihr habt das Navi drin, die Daten, die halt das Fahrzeug vom Antrieb her gibt, die Reichweite, die nächste Ladesäule könnt ihr euch anzeigen lassen, sofern sie denn in der Software gespeichert ist. Da sollte man halt immer gucken, dass ein Update drauf ist. Was ich immer witzig finde, ist dann halt, wenn hier drin steht, dass es einen Lederschaltknauf gibt. Das könnt ihr gleich wieder vergessen, weil der hat keinen Lederschaltknauf. Ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit meiner Ansprache zur Probefahrt vom Kia Soul EV. Hier halt in der Ausführung Play mit Komfortpaket, sprich er hat auch die belüfteten Sitze drin gehabt und in der Farbe Snow White Pearl mit, jetzt muss ich mal ablesen, Electric Blue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe habe ich zum ersten Mal im Original gesehen. Vorher habe ich sie halt nur so auf den Bildern wahrgenommen und fand sie eigentlich, also wenn man sich dieses Bild hier anguckt, da kommen die Farben ganz anders rüber. Das sieht wirklich eher so nach OP-Kittel aus oder nach Schwesterntracht oder so. Ist nicht unbedingt mein Ding, aber wo ich das Auto live gesehen habe, die Farben sehen im Original ganz anders aus, weil sie halt auch diesen Metallic-Effekt drin haben, diesen Pearl-Effekt. Und da wirkt diese Farbe ganz anders. Also, wie gesagt, eine Kaufempfehlung von mir ist das auf alle Fälle. Ich finde den Kia Soul EV einfach, wie schon gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. So, das soll es jetzt aber endlich gewesen sein. Und weiter geht's mit der Probefahrt mit dem Kia Soul EV und Kali Schmitz. Und ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ach ja, ihr dürft übrigens diesen Kanal auch gerne noch weiter empfehlen und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und lasst mir doch am besten gleich einen Daumen rauf da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis dann. Tschüssi. Es ist echt ein grandioses Auto. Kann man nicht anders sagen. Gehen wir mal auf Navi. Adresse habe ich ja gerade schon mal eingegeben. Sachsendamm, da würde ich jetzt einfach mal hin. Das müsste hier eigentlich, warte mal, da ist die Autobahn, da kommen wir durch. Müsste eigentlich hier so sein. Ich tippe mal, dass das von IKEA der Parkplatz ist.
Jetzt gibt er hier oben sogar die Navigationsdaten an und sagt, es sind 5 Kilometer. Ja, ist so eine schöne Strecke. Würde ich ganz einfach mal sagen, fahren wir hin. Und dann sagen wir doch einfach mal. Routenführung wird gestartet. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier in Fahrtrichtung. Ich habe jetzt mal beschlossen, wir fahren jetzt 5 Kilometer zu Ikea und wieder zurück. Dann hat er 10 Kilometer. Wir können auch 20 fahren, das ist kein Thema. Was hat er jetzt überhaupt drauf? Mal eben gucken. Das. Mein Auto heißt. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee. Das sitzt jetzt. Hör mal zu. Du hörst das Gebläse von dem Sitz. Mach das mal beim Verbrenner, da hörst du gar nichts. Ja, das ist klar, kannst du ja nicht. Also das, ich finde das Ding einfach ideal. Für den Preis um die 30, 35 ist das ein tolles Gerät. Ja. Also man sitzt ja höher. Jetzt rechts halten. Ja, weiß ich. Willst du? Hast du recht? Ja. Aber vor allen Dingen, natürlich, das klappert auch nicht. Das ist kein Auto, wo jetzt alles scheppert und klappert. Nach 200 Metern links abbiegen und dann rechts. Ach, du bremst ja wieder mit dem anderen Bein. Nee, ich bremse mit dem Gaspedal gerade. Ja. Das ist ungewohnt, dass er gleich so reinhaut. Ja, das ist diese B-Position, die macht massiv was aus. Jetzt links abbiegen und dann rechts. Haben wir ja zukünftig nicht mehr. Zukünftig haben wir ja Lenkradpedals. Ja, wobei. Wie gehabt. Bin's ja gewohnt. Ja, du bist Volvo Oldtimer gewohnt, nur übertreib mal nicht. Ja, ich bin halt gewohnt, mit dem Pedal zu bremsen. Ja, ne? Klar. War ich auch. In der Woche, nachdem ich den als Ersatzauto hatte, war ich das nicht mehr gewohnt. Habe mich gewundert, warum das Auto nicht bremst. Das war ja, wo ich hier losgefahren bin, nachdem wir die Niro-Probe gefahren haben. Bin ich in mein Auto eingestiegen. Ja, da muss ich erstmal eine Zeitenreise machen. Ich musste höllisch aufpassen, erstmal voll in die Bremsen steigen, weil ich sonst in die anderen Autos reingejagt wäre. Weil die Lenkung geht locker 10 Mal so schwer. 1,5 Kilometer der Streckenführung voll. Ja, vor allen Dingen musst du ja erstmal eine Zeitenreise machen. Also genau. Wie heißt das noch mit diesem DeLorean oder was? Ja, genau. DeLorean und dann akklimatisieren und dann tritt man trotzdem härter ins Pedal oder weniger hart. Klar. Ja. Aber das ist das, was ich an dem Wagen wirklich cool finde. Ich setze mich rein und es passt. Die Sitze passen. Deswegen passen für dich auch nur wenige Autos, aber das ist ja klar. Der Witz ist, ich habe es vorhin ausprobiert. Ich habe den Sitz so weit hochgepumpt, bis ich oben mit dem Kopf am Dach war. Ja. Und ich habe jetzt hier 3 Finger breit Platz. Bei hochgepumptem Sitz? Nee, wenn ich jetzt drin sitze, habe ich 3 Finger. Ja, aber den Sitz hat es wieder runter gemacht. Das ist wieder ein bisschen unten, ja. Jetzt noch ein bisschen hochpumpen, aber ja, so sehe ich mehr. Die Sitzposition ist traumhaft in so einem Auto. Ja. Das ist ja auch der Vorteil. Warum kaufen die alle SUVs? Weil sie besser sitzen, schicker, höher. Die müssen nicht unbedingt, früher gab es nur mit Allrad, da war das nicht das Thema. Die brauchen das Auto eigentlich nicht, aber man möchte mal ein bisschen anders sitzen. Man muss nicht unbedingt da 1000 PS haben und weiß ich wie viel Abgase, aber vom Boden weg. Warum hat Porsche vom 911 ganz tief auf Macan und so weiter gesagt, weil das auch interessant ist. Ja. Man will also alles abdecken. Das ist jetzt Klimaanlage an, ne? Ja, war warm hier. Wir haben ja immerhin 27 Grad hier in Berlin. Am 28. Februar. 28. Februar, 27 Grad. Ich will Strom sparen, mach das Ding aus. Die Lüftung ist ja in Ordnung, aber ich habe mich gerade gewundert, was wird denn hier so kalt am Kopf? Ja, wir haben 27 Grad hier in Berlin am 28. Februar. Ja, welches Jahr denn? 1900 war das, glaube ich, haben sie in den Tagesthemen gesagt. Fehler im Prospekt. Nee, Fehler in meinem Kopf. Oder Fehler im Prospekt, wie beim Niro Lederschaltknauf. Ja. Aber Kunststoffwählscheibe, würde ich sagen. Aber gut, das Leder da drumherum, mein Lied. Also wenn ich jetzt mal so... Ja. Daneben sitze und das nicht nur auf dem Foto sehe, dann sieht es ja so aus, so von der Grundform her, so wie jetzt auch die neue Mittelkonsole wird, nur dass du hier den Drehknauf hast. Also ja, auf jeden Fall anders gebaut so, wie, ne? Beim Niro. Nicht beim Niro, kommst du ja von hinten quasi. Genau, da hast du sehr schwebend. Würde ich fast sagen, ist durch, ne? Ein bisschen besser bedienbar, aber wie oft musst du da dran? Ne? Also hier ist quasi Hebel weg und ein bisschen nach vorne geschoben, da ist das Teil. Vor allem hast du dann hier die Schalter daneben, ne? Das finde ich dann auch ganz gut sortiert. Also
Das passt schon. Wäre schön, wenn er dann auch da wäre, um ein paar Leute nicht nur zum Ärgern zu bringen und Frust zu säen, aber es ist desaströs. Das ist keine Politik, das ist einfach Kindermärchen. Jetzt mal in die, mal gucken, wie das jetzt ist. Das merkt man, das bedeutet weniger. Das wird dann wahrscheinlich eher so sein wie bei mir, ne? So, wenn ich jetzt mit meinem Verbrenner fahre. Nee, du hast ja gar keine Bremsung, Rekuperierung. Ah, aber Gegenwind, Gegenwind, E-Mobilität habe ich hier auch erstmal wieder so richtig kennengelernt. Gab es ja vorher kaum. Ja. Ich hatte so eine kleine Pause bei Kia nach meiner Selbstständigkeit und dann im Autohaus und dann hatte ich dann so ein bisschen hoch, denke ich, was für Autos, was ist das denn alles? Hybrid und Plug-in, was das dann für ein Spiel? Ja. Musste mal eben was lesen, habe ich mir gedacht. Ey, ich war völlig überrascht. Ja. Aber dann, und dann so überhaupt so viele Modelle, also ich glaube, Kia hat die meiste, höchste und große Modellpalette überhaupt. Wir haben über 10 Modelle. Mit verschiedenen Motoren dann. Und dann behaupten sie, sie kriegen keine lächerlichen Akkus, um ein Modell oder zwei ein paar Tausend von zu liefern. Die haben noch Knaller nicht gehört. Also entweder haben die sich wirklich verkalkuliert oder die decken aus einen anderen Markt erstmal. Aus Dummheit, ja, nirgendwo gibt es welche. Alles schreit. Auch in Korea nicht? Ach, in Korea die paar Autos. Die Zulassungszahlen müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, welche da waren. War also nicht dramatisch. Müsste man jetzt mal jeden Monat verfolgen, aber das ist keine Planung, die man einem Autohersteller, der immerhin in der also als Gruppe Kia Hyundai Platz 5 auf der Welt ist, mit über 7 Millionen Zulassungen in 18 und wir wollten sogar 8 oder 7,5 erreichen. Platz 5 heißt ein Big Player, ein Global Player sowieso. Und dann lächerlich überrascht, ist einfach nur Lachnummer. Und wenn dann auch noch Visit verkauft haben, kam noch blöder rüber nach der Hyundai. Nach dem Hyundai-Offenbarungseid, der ja genauso ist, von wegen, wir waren überrascht. Das ist alles Volksverdummung, aber die Kunden sind sauer und nicht mehr euphorisch. Dann sagen die nachher, jetzt kommen die Autos und dann kommen die alle und kaufen die, glauben die. Ja. Dann müssen sie verkaufen, immer wegen CO2. Ja, die glauben die eigentlich, die Kunden sind, wir sind in der Diktatur hier, aber dass du ihnen vorschreiben kannst, was sie zu tun haben, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Wollen ja nicht schimpfen, aber das muss auch mal sein, eine klare Äußerung. Sowas. Engagierte Verkäufer will jeder haben. Und der Verkäufer ist sauer, bevor das Auto auf Papier sein kann, ist ja schon fertig. Ja, weil der Verkäufer muss man ja so sehen. Das Auto hier konnte ja jetzt mein Kollege offensichtlich anbieten, weil es stand zur Verfügung. Ja, weil er da stand. Und wenn er dann einen anderen sagt, ja, das, oh, nicht so die Verkäufer dann stöhnen, ist doch wahrscheinlich die Leben von der Provision, aber nicht im Jahre 2020 vielleicht. Ja. Die müssen ja auch jetzt essen. Dann können die eine Information geben, aber die können nicht eine Stunde erklären. Warum, weshalb, wieso? Dann machen sie dreimal, ist der Tag um. Und natürlich ist es so ein Satz wie, haben wir nicht, das geht natürlich auch nicht, das geht gar nicht. Aber die Verkäufer sind gefrustet, manche, die sich auch nicht damit beschäftigen, die hören sie noch von einem Elektro, den es nicht gibt. Also die Gefahr, die ich halt jetzt sehe für Hyundai Kona, Kona sage ich schon, Hyundai und Kia, wenn jetzt VW wirklich das liefern kann, was die jetzt mit dicker Hose da ankündigen, dass sie da ihre ganze Modellpalette auf mal rausschmeißen und gleich in hohen Stückzahlen, weil sie die Akkus haben, dann sehen die halt aus. Sie können jetzt den Markt abräumen, sie können jetzt den Markt decken. Sie könnten jetzt signifikante Zuwächse generieren. Ja. Und das wird halt völlig verpasst, weil man das jetzt nicht, wenn die wieder alle ihre Autos haben, dann wird sich nicht viel verschieben, wie das immer schon war. Kia war immer schon, ich sag mal, mehr Garantie, preiswerter zu Anfang, jetzt zumindest noch ein bisschen, aber auch vor allen Dingen Garantie etc. etc. Qualität ist gut. Da haben sie sich diese 2% in 20 Jahren erkämpft, Marktanteil. Ja. Jetzt hätten sie 1% gewinnen können, wage ich mal zu behaupten, oder auch 2 mit viel Glück in 1-2 Jahren. Das wird völlig verpasst. Und das soll mir mal keiner erklären. Entweder will ich nicht größer werden, dann muss ich es aber auch sagen. Ja. Dass die alle irgendwann umgestellt sind, die Autos auf Elektro, alle irgendwann, ist klar, in weiß ich wie viele Jahren. Und dass sie nicht haben, die Technik, es gibt ja keinen Grund. Man kann VW vorwerfen, sie haben nichts, ja, weil sie keine neue Technik haben, weil sie haben lange geschlafen. Kia und Hyundai hat nicht geschlafen, Ergebnis die gleiche Katastrophe. Das frisst doch keiner. Sag mir, wo hier die Lachter sind. Das ist überall, überall im Schrank. Wo bist du hier? Ikea. Da sind die Ladesäulen. Wie kommen wir da ran? Indem wir hier falsch abbiegen oder wie? Ja, mach mal. Geht ja nicht. Links, ja, fahr rein da. Das ist aber eigentlich einmal in die Straße. Nee, geht auch nicht, ist auch zu. Ach, von da wäre man rumgekommen. Okay. Auch nicht. Wo, was, wie?
Von da wären wir rum. Wir hätten noch eine Ladesäule. Nee, jetzt doch zu. Ach, da ist die Ladesäule. Okay. Ah, Entschuldigung. Ist aber, ja, die ist kaputt und da hängt jetzt der aber wir können ja mal kurz hier. Wir können ja mal gucken und schon mal demonstrieren, wie es gehen würde. Aber wir haben ja letztens war in Service, out of order, in Wartung. Wo wir da waren bei Porsche. Ja. Jetzt ist kaputt. Okay. Ja, aber zumindest die andere funktioniert ja und da hängt ein Nissan Leaf dran. Schademo, das ist. Der hat aber auch Schademo, insofern. Ja, ja. Wir haben hier den Luxusversion. Das ist das Problem. Na, was heißt Luxusversion? Wir haben die Play-Ausstattung. Play hat nur Play hat Schademo, genau, und die anderen nicht. Genau, die anderen nicht. Der einfache. Was mir aber ganze Knacksus, den ich halt an diesem Auto habe, ist Schademo. Wie weit ist damit? Weil nur das geht, oder? Ja, damals nee, Schademo und ein Schademo, nee, die Kombination Schademo und Typ 1. Ja, ja, Typ 1 und Typ 2 ist das gleich. Ja, aber was machst du jetzt an dieser Ladesäule, wenn Schademo ist ja besetzt? Jetzt könnte ich aber, weil da steht gerade ein Nissan Leaf dran. Ja, wir haben doch ein Kabel serienmäßig von Typ 1 auf Typ 2. Ein Adapterkabel ist dabei? Nein. Beim Auto ja. Aber kein Adapterkabel. Das ist ein von Kabel für die Ladesäule. Ein Ladekabel. Ja, richtig. Aber Typ, ja, natürlich. Ne, nee, aber jetzt wir als Verkäufer, wenn man jetzt wenn man alle Sachen abdecken will, hat man entweder einen Multi-Booster, wie die Dinger heißen, oder das Kabel von Typ 1 auf Typ 2. Habe ich den Leuten immer empfohlen. Genau. Natürlich, man kann sie nicht zwingen. So, jetzt. Fakt, ohne das Kabel. Jetzt haben wir einen Triple Charger. Das heißt, ich habe Typ 2, Schademo und CCS. Ja, und nein, du hast Typ 1 und Typ 2. Nein, Typ 2. Typ A, 2. C, D, C, D, links ist Typ 2. In der Mitte hast du Schademo und rechts ist CCS. Stimmt. So, jetzt hängt der Nissan ja an, der hat den Schademo drin. Genau. Den kann man rauskriegen, ne? Bestimmt rausgezogen. Nee, der lädt noch, oder? Ja, ist gut, nein, ich leide. Der sieht so aus, als wenn er lädt. Jetzt kann ich mit dem Wagen aber nicht laden, obwohl ich, da könnte jetzt einer mit Typ 2 laden, weil er kann ja richtig. AC und ein DC kann er laden. Ob er jetzt beide bedient, weiß ich jetzt gar nicht. Ob er das gleichzeitig kann, der IKEA-Lader. Gibt manche, die können das, ich habe auch letztes Mal ein Video gesehen, da ging es nicht. Eigentlich können die immer ein AC und ein DC laden, gleichzeitig. Aber sie können nicht zwei DC laden. Wenn die Säulen alle oder überwiegend so sind, mag das sein, ja. Ja. Ja, wir können jetzt faktisch ohne den guten Verkäufer, der vorher dem Kunden ein Adapterkabel mitgegeben hat, oder entsprechendes Multimaterial, hier Juicebox oder was es so gibt, genau, können wir jetzt nicht laden, richtig. Ja. Aber ich kann ja mal eins machen. Wir können mal gucken, wie es aussehen würde beim Laden. Aber kennt ja jeder. Ich habe ja vorhin schon. Hier ist der Stecker. Ja, die Türen, die waren auch noch zu. Ja, wenn man nicht Stopp drückt, parken, dann bleiben die Türen zu. Also Motor an noch ist, quasi Motor, dann bleiben die Türen zu. Genau. Drehen wir mal einen Film. Guck mal die Klappe. Ja, aber was, wir können jetzt. Was ich jetzt hier gerade mal zeigen wollte, wo wir sind bei IKEA in Tempelhof in Berlin und die Ladesäulen sind halt relativ dicht vorm Eingang. Um das halt mal so zu demonstrieren, wo man hier laden kann. Weil, wenn ich irgendwo an eine Ladesäule ranfahren will und ich kenne die nicht, muss der erst mal suchen, wo die ist. Ne? Ja, aber bei Eingangsnähe ist schlecht. Siehst ja hier, man sucht am Eingang immer zuerst die bequemen Leute. Aber am Eingang. Sonst man muss halt, ich drehe mal andersrum, man muss halt außen rumfahren. Also man muss hier einmal dran vorbei, da wo die Taxe jetzt auch falsch reinfährt, muss man dann halt da hinten so einmal rum und kommt dann hier vorne so bei den Taxen raus und kann dann eigentlich hier zu den Ladesäulen fahren. Und ich bin jetzt auch einfach mal falsch rum reingefahren, obwohl da die Tomate dran hängt, was man ja nicht machen soll. Ne? Die sind aber auch viel zu viele und Schranken. Also. Die haben, vorher konnte man ja bis vorne vorfahren, das haben sie jetzt nicht gemacht. Waren jetzt da Party? Ja, wahrscheinlich. Aber kaum sind wir hier, steht schon ein Falschparker da und geht weg. Wobei die Ladesäule ist defekt, muss man dazu sagen. Weiß der aber nicht, der weiß ja nicht, was das ist. Nee. So, vorne ist aber noch eine Ladesäule, die ist auch defekt. Da käme man auch nur mit Karte rein. Ja, entschuldigen Sie, wir sind defekt. Außer Betrieb, aber wenigstens weiß man es ohne, man erfährst und wundert sich, warum es nicht geht. Ja, genau.
Na, kann man den Deckel wieder zumachen und fahren ein Stückchen weiter. Ne? Ja, genau. Kannst du mal zumachen. Clever Tanken gibt es ja auch mit Strom. Clever Laden. Das ist eine neue App, habe ich mal zum Clever Laden wechseln. Jawohl. Ja. So. Okay, jetzt mein Lade, mein Passwort vergessen, ja doof. Na dann, nächste Mal. Tada! Was sagt man hier? Das ist der Hinterhof von IKEA. Ich habe neulich mal an der Ampel gestanden, beziehungsweise bin an der Ampel rangefahren, so Spandauer Damm oben. Da stand neben mir ein Kia Soul. Verbrenner, aber dann saß ich in meinem Volvo, der ja schon relativ hoch ist und musste hochgucken. Und ich finde, das Format ist einfach von dem Wagen klasse. Die Optik, die war gewählt zum ja oder nein. Also man kann ja nicht immer nur mittel 0815 Autos bauen. Das hat dann, war natürlich schon modisch und hat natürlich auch nicht die Millionen Stückzahlen gebracht, aber wir haben so viele Modelle bei Kia, wobei mir das Auto verkauft die Form. Entweder ja oder nein, Punkt, genau. Mehr gibt es nicht. Da gab es keine der Varianten. Der eine schreit, oder die Frauen, waren ja viele Frauen, die eine schreien, Gottes Willen, lebt doch nicht. Und die andere, boah, der schönste, den es gibt. So, dazwischen ist der Rest der Modellpalette. Ja, genau. Das war einfach immer interessant, mit das, die Autos anzubieten. Die waren toll. So. Sie brauchen wir nicht. Das war jetzt die Probefahrt mit dem... Die Abschiedsprobefahrt, wa? Genau. Endlich mal selbst gefahren, aber schon komisches Gefühl, dass es den Wagen jetzt nicht mehr geben wird. Oder ihn gibt es ja schon neu nicht mehr, nur noch halt als Lagerfahrzeug im Endeffekt. Aber ist ein geiles Fahren. Vor allem man hat ja hier drin Platz ohne Ende nach oben hin. Man vor sitzt Dingen, sehr gut drin. Man kommt rein und fühlt sich direkt wohl. Man hat in alle Richtungen Platz. Ja. Besondere Form, gar keine Frage, aber soll er ja auch. Ist ja mit Absicht gewesen. Genau. Da hängt das Kabel, was wir hätten brauchen können. Genau. Aber gut, wir haben ja voll. Ja. Level 4 beziehungsweise fahren. Naja gut, das war ja nur Kurzstrecke in der Stadt. Ja, ich habe gerade gesehen, also den besten Verbrauch hatte ich nicht, aber den zweitbesten. Der hat... Ist ja alles nur ein paar Meter. Ich habe 11,7 und der beste war bei 11,5 irgendwo hier. Ja, wenn man ein bisschen länger fährt, fahren kann, oder auch wenig. Ja, aber manche ist ja die Frage, wo fährt man und dann ist man vorsichtiger mit einem Auto. Das sind ja alles nur ein paar Meter, die eigentlich noch, einer gar nicht, noch gar nicht kennengelernt hat, das Auto. Ja, und der neue ist ja in den Startlöchern. Um das nochmal eben anzusprechen. Vorstellung wird kommen, aber wir haben noch keine Termine hier bei Kia. Also soll ja ab April soll er nach Deutschland kommen. Ne? Aber es gibt noch keine Ankündigung für die Händler. Genau, aber geben tut es ihn in Deutschland ja schon. Haben wir ja schon gesehen, in Frankfurt steht ja schon mindestens einer, ein blauer mit Schwarzdach. Der Importeur, also Kia Deutschland, muss ja Homologierung machen und dies und jenes testen und die haben immer ein paar Monate, bevor ein Auto da ist, das ist so. Ja. Ob sie jetzt 5 oder 10 haben, da beim Niro waren ja auch einige Monate vorher schon einige Europa-Varianten da, die dann in Frankreich rumfuhren, von wegen Spanien waren, glaube ich, zugelassen, ich weiß noch nicht genau. Ja. Das ist so, aber das hat ja noch nichts mit der Einführung oder mit der Vorstellung zu tun, aber man muss jetzt mal gucken, aufgrund dieser katastrophalen Äußerungen, die ja nun einfach Kinderkacke sind, was sie nun wirklich uns schreiben, ob sie uns Händlern, also ich bin ja nur vermittelnder Händler, aber ob sie uns da irgendwelche Informationen geben, die sie zumindest sagen, okay, behaltet es für euch, aber auch da ist noch nichts. Würde ich sonst verklausuliert hier schon weitergeben. Ja. Ich habe aber auch, wie gesagt, nicht den Draht, den ich früher mal hatte, wo ich mal dann den Deutschland-Vertriebschef anrufen konnte, sage, hier, was ist jetzt los? Das hab ich, den hatte ich früher, aber da ist einfach zu viel Unbekannte und sicherlich auch keine Zufriedenheit bei Kia in Frankfurt darüber. Aber man hätte es auch anders verkaufen können. Man hätte sagen können, okay, Vorstellung, Einführung müssen wir gucken, Modellplanung ist im Moment nicht möglich. Ja. Aber jetzt mal davon abgesehen, dass es sehr wahrscheinlich die Lieferprobleme geben wird,
Es wird wahrscheinlich erstmal nur die Händlerfahrzeuge geben, die man dann vielleicht mal angucken, probefahren kann. Dann sollte dann man vielleicht das vereinzelt noch wieder für irgendwelche Flottenbetreiber, dass die noch ein paar Fahrzeuge kriegen, so gewisse Autos. Kann man im Moment echt so, nur vermuten, ob es so rauskommt, ob es so geschrieben wird, wissen wir noch nicht. Ist ja besser, man hat zur Einführung ein Modell, wo man sich reinsetzen kann, finde ich, ja, als wie nur ein Prospekt und eine Ankündigung. Und natürlich, wenn man sagt, okay, hier ist ein Modell, ich stelle das in Genf vor, Einführung beim Händler September. Ja. Dann heißt das auch immer ab September, dann kann man bestellen und dann gibt es auch 10 Vorführwagen oder 20 Erstkontingente oder 100. Wir haben damals, als der Stonic eingeführt wurde, im Herbst 17 war das, glaube ich, da hieß es, es kommen keine nach Deutschland, ganz, ganz wenig Stückzahl, da haben wir 100 bestellt, ja. 100. Also mein Kollege. Ja. Und man hat ihn fast gesteinigt als Sinnebild, der Chef, dass die 80 kamen. Ja. Wir hatten mit 20 gerechnet, es kommen keine, dachte auch nicht. Das kamen 80. So, das muss man dann auch erstmal verarbeiten. Ne? Der Verkäufer ist noch da, er war ja auch Chefverkäufer, aber als die 80 immer mehr kamen und der Höfe keine Platz mehr hat, ein Parkhaus vollgestellt, es hieß doch, es kommen keine. Ja, den hätte man auch steinigen können, den Außendienst, aber das hilft es. Genau, wenn du jetzt siehst, und bleiben wir mal beim Soul. Es gibt ja in Deutschland dann oder in Europa nur den Elektro-Soul, den Verbrenner gibt es ja hier nicht mehr, den gibt es nur in Nordamerika. Ja, ist auch in Ordnung. Ja, juckt mich nicht weiter. Also wie schätzt du den denn so ein, jetzt das Auto als sich betrachtet, mit dem, was wir jetzt schon gerade bei der Veröffentlichung gelesen haben, mit der Pressemitteilung? Der wird jetzt in Genf vorgestellt ab dem 7.3. Und mit dem, was man an technischen Daten schon hat, mit Ausstattungsdaten, ist er im Endeffekt vergleichbar mit dem Hyundai Kona und dem Kia e-Niro. Genau, das ist, optisch hat er sich natürlich schon einiges verändert, sodass er mehr Leute ansprechen wird, als wie noch dieser oder der erste. Der war ja noch exotischer. Aber wo ordnest du den ein? Du meinst jetzt die Kategorie oder preislich? Nee, preislich nicht, so kategoriemäßig, ausstattungsmäßig und so. Wie würdest du den Vergleich zum Kona und zum Niro einsetzen? Also Kona, der einsetzen? Wird, wie gesagt, da wird der geräumigste sein. Ich sag mal, der Niro, muss man sagen, der Niro hat mehr Kofferraum, weil er länger ist und innen drin ein bisschen weniger in der Höhe. Der Kona hat ein bisschen mehr Höhe, würde ich mal fast sagen, aber ist ja sehr, sehr klein innen drin oder relativ eng für zwei Leute immer gut. Ja. Der etwas weniger praktische wie der e-Niro, ansonsten gleich. Und natürlich bessere Kopfreiheit. Ja. Kein SUV, man kann auch wieder Crossover nennen, diese ganzen Worte sind ja alles nur Kategorien. Also, er wird ein bisschen besser ankommen, weil er optisch ein bisschen entschärft ist, sage ich mal. Ja, wobei ich schon viele Kommentare gehört habe, die sagen, der Soul sieht scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, aber wenn man jetzt mit dem ersten Soul vergleicht, mit dem neuen, also mit dem neuen, der jetzt rauskommt. Der neue im Vergleich zum aktuellen, also alten, ich finde, ist da ein bisschen, aber das ist die Geschmackssache, ich finde, da ist er ein bisschen für mehr Leute brauchbar. Ja, ein bisschen, denke ich auch. Aber das ist nur eine Meinung. Also wo ich so ein bisschen Zahnschmerzen habe, die verwenden ja die gleiche Bodengruppe wie beim Hyundai Kona. Das und e-Niro? Ich habe es jetzt aber mal verglichen. Vorhin habe ich mich nochmal in den Verbrenner-Soul reingesetzt, in den alten. Ja, das sind die andere Bodengruppen. Du hast halt du hast mehr Fußraum. Also du sitzt mit den Füßen tiefer und deswegen hast du mehr Oberschenkelauflage. Jetzt haben die ja, die Maße haben sich nicht großartig verändert bei dem neuen Soul. Der ist irgendwie 5 cm, glaube ich, länger geworden oder so. Also viel mehr war das nicht. Das ist ja mehr in den Stoßstangen machbar. Das hat ja mit der Karosserie eigentlich nie was zu tun. Jetzt haben sie aber auch, der Radstand ist auch, glaube ich, 5 cm länger geworden, wenn ich mich nicht ganz irre. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und der Kofferraum ist größer geworden. Und das nicht unerheblich. Der ist richtig größer geworden. Ist noch, also größer wie beim, wie war es denn? Mit aufgestellter Rücksitzbank ist er kleiner wie beim Kona, aber mit umgelegter Rücksitzbank ist das irgendwas 250 Liter oder sowas größer. Ist eine Nummer größer wie der Kona. Genau. Jetzt befürchte ich ja, dass sie hinten an der Rücksitzbank was geändert haben, dass man da eventuell weiter vorne sitzt, beziehungsweise halt einen Verlust im Bereich Fußraum-Kniefreiheit hat. Können wir spekulieren, aber bevor wir dann gesessen haben, weiß man nicht, bevor wir dann gesessen haben, wissen wir es nicht. Das ist halt so die Befürchtung, Die werden den hier nicht innen drin verengt haben, aufgrund von mehr Kofferraum, den sie wünschen. Man hätte hier gar nichts machen müssen an den Maßen im Innenraum. Nee, also er sieht ja auch so aus, also ich habe es da mal bildlich verglichen, übereinander gelegt, als wenn die Fahrgastzelle gleich geblieben ist und nur halt in Design verändert wurde, beziehungsweise sie haben andere Stähle, haben sie jetzt wohl noch verwendet. Ja, aber ob die Karosserie jetzt, ob die Schräge hier vorne geblieben ist, an der A-Säule, weiß ich nicht. Man hat ja die Seitenansicht schon anders gemacht. Ne? Also man hat... Nee, also vom Dach her gesehen ist es gleich gewesen, nur das hintere Seitenfenster ist anders. Ja, Seitenblech sind anders.
Genau. Ob das eine ganz neue Karosserie ist, ich denke mal ja, weil einfach, man hat ja eine neue Bodengruppe, als wie bei ihm hier. Von daher ist es ein komplett neues Auto. Es ist halt die Frage, ob man die Bodengruppe genommen hat und weiterverwendet hat. Nein, man hat E-Niro erneuert hat oder aber... E-Niro und Kona, was die gleiche Bodengruppe hat und entwickelt wurde für alle drei Antriebsvarianten von vornherein, da basiert jetzt auch der Soul drauf. Was da hatte früher, was das hier für eine Bodengruppe ist, wissen wir nicht. Haben wir nie nachgefragt, was das war. Wir erwarten, also wenn ich aus Verkäufersicht, Berater, Kundenwerbersicht das sehe, man muss es mit so viel Zurückhaltung anbieten. Aber die ganze Euphorie ist erstmal weg, wenn man weiß, das kommt vielleicht und wenn überhaupt und irgendwann. Mhm. Das ist also, so kann man kein Auto verkaufen. Das kann man so nicht machen. Dann muss ich sagen, so Genf, was in Genf steht, das kann irgendwann kommen. Ja. Aber dann kann ich ja nicht den Händlern eine Vorführbahn geben und zu sagen, jetzt mach mal. Die wollen ja nicht dann ein Jahr später mal eine Bestellung überlegen, wenn sie eine Probefahrt gemacht haben. Andererseits soll man ja auch Bestellungen generieren, laut Kia. Ja. Das ist ja nicht alles in dem Video vom Steffen Kos gewesen. Die schreiben den Händlern auch in den Unterlagen ein bisschen mehr. Zum Teil, man soll ja Verkäufe generieren, denn Kia Deutschland, hatte ich eben schon mal erwähnt, ist ja auch nur ein Importeur. Die sind zwar 100% die Tochter von Kia Motors, aber wenn die keinen Druck machen können, und den können sie nur mit verkauften Einheiten, reagiert Kia in Korea gar nicht. Ob sie es aber können, weiß man nicht. Genau. Ob sie wirklich mehr bauen könnten, weiß man nicht. Es mag sein, dass sie so daneben geplant haben, was aber wiederum nicht vorstellbar ist, weil die Firma ist... mittlerweile Platz 5 auf der Welt, habe ich eben schon mal erwähnt. Das sind nicht nur Dilettanten. Das kann nicht sein. Also ich vermute mal auch, dass sie deswegen sagen, ihr sollt Autos verkaufen, damit die halt wir brauchen Autos, wir haben jetzt schon so viele Verkaufe und haben aber keine Fahrzeuge, schickt uns man mal kann, rüber. Man könnte meiner Meinung nach innerhalb von einem Dreivierteljahr kann man immer eine Produktion in einem Werk zubauen und umbauen. Wir haben in Europa das Werk, da ist Celina, da wird der Seat gebaut, aber da fällt ja der Wenger, der auch da gebaut wird, ist ja nur noch vereinzelte Stückzahlen. Die haben da meiner Meinung nach Potenzial. Und noch dazu ist das Werk auch ausbaubar. Ja. Wenn man sich steigern will, was sie den Händlern immer erzählen, dann kann man auch sagen, okay, wir brauchen ein Dreivierteljahr, dann läuft das. Das hat auch der Hyundai-Mensch angekündigt, er bräuchte ein Dreivierteljahr, um die Produktion, um die Lieferzeiten auf die sogenannten um die 4 Monate zu senken, was normal ist heute. Das hat er gesagt. Aber hätte man auch voriges Jahr im Frühjahr wissen können müssen. Man müsste jetzt mal Mäuschen sein und gucken, wie sieht es denn aus mit Hyundai in Nordamerika, weil die haben ja da ein eigenes Werk, nicht Hyundai, Kia vielmehr. Die produzieren ja den Soul für Nordamerika da drüben. Das weiß ich nicht. Mein Wissensstand ist nur, dass alle EV-Modelle, ob EV oder Plug-in oder der ganze Klumpatsch, von Kia Hyundai in einem Werk in Südkorea produziert wurde. Das war Stand der Dinge voriges Jahr. Und deswegen haben wir gesagt, wenn sie jetzt 2 neue Modelle einführen und die werden ein paar Stückzahlen brauchen, das geht mit dem einen Werk nicht. Ich habe nur mal gehört, dass sie wo in Nordamerika, ich weiß nicht, ob es Mexiko war oder Amerika selbst. Das weiß ich nicht. Da bauen sie aber keine EVs. Bisher nicht. Hatte ich irgendwie so mitgekriegt, dass die auch EVs produzieren, aber... Der offizielle Stand war damals das einzige Werk, war voriges Jahr, also 18. Das einzige Werk ist irgendwo in Südkorea, keine Ahnung wo. Und da haben wir damals schon gesagt, weil der Plug-in-Hybrid, der Plug-in vom Niro hatte ja auch manchmal über 6 Monate Lieferzeit. Da haben wir ja auch gesagt, was soll das? Und dann wollen wir noch ein Auto bringen. Aber vielleicht wissen 2 oder 3 in Deutschland, wie diese Planungen tatsächlich aussehen. Die sagen das aber nicht. Die sagen dann auch nicht auf Händlerstammtischen und auch nicht beim Feiern, außer man hat sie dann irgendwie bis unter den Tisch getrunken. Und dann kommt vielleicht mal so eine Info, sonst kriegst du die nicht. Die sagen das auch ihren Angestellten nicht. Ich kenne das. Ich kenne das. Da sitzen eine Kategorie, weiß das, das sind 3 Leute bei Kia. Und darunter, die müssen die ganzen Händler betreuen, die kriegen keine echte Antwort. Ja. Ist so. Ja, ich finde das schade, ne? Also man könnte hier wirklich viel mehr machen, wie es eigentlich jetzt machbar ist, dadurch, dass die Autos nicht kommen. Vor allen Dingen verpasst man die Chance, den wirklichen Marktanteil mal einen, auch wenn es nur 1% wäre, Sprung zu machen. Da kämpfen die seit 20 Jahren, um auf 3% zu kommen oder was auch immer sie wollten, sind auf 2% jetzt ganz knapp. Jetzt verschenken sie die Chance. Genau. Das muss man in Millionen mal umrechnen. Ich sehe es ja halt, es kommen andere Anbieter mit ihren Autos. Ne? Wie Peugeot hat jetzt den 208 angekündigt beispielsweise, ist ja auch ein Massenauto. Mitte 20 werden einige da sein. Und VW will jetzt Ende des Jahres kommen. Lass mal liefern.
Und da ist es, wenn aber VW, was ich ja VW wünsche, ne, dass sie wirklich wieder Umsatz generieren können mit den Autos, wenn die das jetzt wirklich hinkriegen, dass die irgendwo Batterien herkriegen, also Akkus, und die räumen jetzt den Markt ab, dann sieht es natürlich für die anderen ein bisschen doof aus. Du sagst immer jetzt, das dauert Jahre noch. Das dauert noch Jahre. Aber mal angenommen, ne? Ja, und man hat jetzt, das wird sich in dem Bereich einpendeln, das wird so bleiben, wie es jetzt ist. Falls alle ihre Umstellung machen auf Elektro, was man ja noch lange nicht weiß, aber der Witz ist ja auch, es wartet nicht die ganze deutsche Autokundschaft auf Elektro. Auf Elektro. Nee. Dass die hier in dieser, ich sag mal, Blase, die Videos machen und Newsletter lesen, die glauben, verstehen nicht, dass einer Verbrenner kauft. Die Leute fangen nicht an, komplett neu zu denken. Das sind nur kleine Prozentzahlen. Und wenn man jetzt einige verschreckt, man könnte sie vielleicht auf 10% bekommen, die Leute, anstatt der jetzigen 5, die vielleicht nach was kaufen, was elektrisches, wenn es denn was gibt. Dann kannst du vielleicht, aber mit diesem Politik kriegen wir sie nicht. Von den Leuten, die ja Interesse dran hätten, sich ein alternatives Auto zu kaufen, kaufen wir letzten Endes nur 10% tatsächlich ein alternatives Auto. Weil die anderen sagen natürlich auch, ja, zum einen kriegen wir keins, ich brauche jetzt aber ein Auto und nicht erst in einem Jahr. Ne, dann kaufen die jetzt halt einen Verbrenner. Oder ein Hybrid wird es ja dann auch nicht sein, ist ja auch schon alternativ, also kaufen sie einen Verbrenner. Ja, so. Aber also dann, apropos zum Lieferzeiten, wir können in dieser ganzen Drama-Geschichte ist ja auch Plug-in-Hybrid, Niro dauert, habe ich eben noch gelesen, 5 Monate, also 4 bis 5. Genau. Und Plug-in Optima Kombi, was ja auch noch größer ist, wie hier der Seat, dauert, der ist ja sogar der Optima, genau. Der Optima Plug-in Hybrid, klar, Plug-in ist logisch, aber 50 Kilometer Reichweite ist ja nun mal was, wenn man das schlau einsetzt. Er hat 4 Monate. Also wir haben 4 oder 4 bis 5 bei den beiden Plug-ins. Ja. Und 3 Monate beim Niro Hybrid. Wobei man sagt, den bauen sie im gleichen Werk in Korea, was ich nicht genau weiß, aber kann sein. Gut, der hat ein kleineres Akku, aber ich halte dafür mit dem Akku für eine Lüge. Tut mir leid, ich kann das sagen, so blöd kann man nicht sein. Weil die gerade hier so stehen, da haben wir schon mal den ups, jetzt hänge ich hier gerade. Das ist ja einmal der Hybrid, der Niro, der schwarze hier, ne? Genau. Wenn wir Fenster runter machen, sieht man mehr. Das ist ja der Hybrid und dahinter steht der Plug-in-Hybrid und hier vorne haben wir ja schon den Optima als Plug-in-Hybrid. Genau. Der neue, auch der ja nur ein paar Monate außer der Reihe war, aber auch Reichweiten hinbekommen hat, wie der alte mit dem, trotz WLTP. Also die haben da sind sie schon besser wie viele andere. Genau. Die haben da nicht alles eingestellt wegen WLTP. Diese haben sie alle geschafft. Man konnte nur nicht alle auf einmal umstellen, aber so lange wie andere brauchen sie nicht. Ja. Ja. Ja, so ist das. So bis zur Zukunft, zum lieferfähigen Soul, e-Soul. Was sagst wenn du was denn? Neues gibt, sage ich, gebe ich dir eine Info. Was sagst du denn, wenn jetzt einer unbedingt ein Elektroauto haben will und nicht so lange warten will, was soll er machen? Ich berate die Leute ja nach Reichweite, also nach Fahrprofil. Ich kann ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt 0% Leasing beim Jaguar I-Pace. Ich kann sagen, ich bin nicht Fan von Franzosen, aber die laufen ja ganz gut. Die fahren ja mittlerweile auch. Ja. Weniger Fehler als die Verbrenner haben sie auch, die elektrischen. Dann müssen sie halt ein Renault oder ein Renault kaufen, eine Zoe oder Nissan Leaf. Weil aber die Nissan Leaf, diese Supermodelle, da sind ja auch nach ein paar Monaten, ab Wochen ausverkauft, die diese 5000 Stück irgendwas. Genau, jetzt kommt ja die neue Zoe raus mit CCS und auch noch einen größeren Akku mit noch mehr größer. Reichweite. Motor ist wohl auch noch ein bisschen verstärkt worden. Renault macht im Moment die Werbung, wenn Sie Interesse haben, können Sie bestellen und wir können liefern. Sagen die im Moment. Wie lange? Es ist auch nicht so, dass jeder zweite die Autohäuser stürmen wegen Elektro. Nee. Das glaubt man, das ist aber nicht so. Ja. Nur wenn sie stürmen und ich kriege keine, das ist ja dreimal schlimm. Wie sieht es mit Gebrauchtwagen aus? Der letzte war das hier. Das war der letzte von euch jetzt. Der einzige, also ich sag mal, Vorführwagen, war da drauf, 1300 Kilometer. Zwei hatten wir vorgestellt, die wir als Vorführwagen bekommen haben, weil die Lieferzeit war auch im vorigen Jahr schon immer 5-6 Monate. Ein Witz, also die waren nicht für Deutschland, die Stückzahlen, vermutet man ja, ich habe keine Beweise dafür. Also man sieht ja im Internet, vielmehr, ich habe das jetzt schon die letzten Jahre so verfolgt, was man so bei den einschlägigen Internetseiten so sieht an Gebrauchtfahrzeugen.
Der Kia Soul EV mit den 27 Kilowattstunden Akku, den will scheinbar keiner haben. Der steht rum ohne Ende. Oder man sieht halt viele Angebote, sagen wir es mal so, ob die rumstehen, weiß man nicht. Ja, aber die 30 ist auch nicht. Dann sind andere, ja, ist ja auch die Software ist ja nochmal geändert worden. Ne? Ja, die haben ja noch so ein bisschen was dran rumgebastelt. Ja, man kann den aber auch nachrüsten. Und ich glaube, das wissen viele gar nicht. Man kann die Software kann man updaten und dann hat man genau das gleiche Leistungspotenzial wie halt bei dem 30er, nur halt mit dem 27er Akku. Und also ich habe es jetzt auch schon bei Facebook bei vielen gelesen, da stand damit mal irgendeine ganz komische Reichweitenanzeige mit mal drin, weil der sich erst neu kalibrieren musste wieder. Ne? Also die haben da diese Batterie und man kann ihn bis 94% kann man ihn auch über Shademo dann laden, was bei dem alten ja gar nicht ging, dann ging es nur bis 80. Oder 82 gibt auch da irgendwelche Tüftler, die dann da was machen. Aber da weiß ich nicht, ob ich da in diese Innereien mehr so reinarbeiten würde. Man muss ja dann auch an die Garantie denken. Wenn dann irgendwann mal was kaputt geht, was auch immer, aber dann haben die eine Ausrede. Deswegen würde ich von sowas abraten. Wenn du jetzt aber ein Auto beim Händler kaufst, ein Gebraucht, mal angenommen, ihr hättet jetzt hier irgendwie welche rumstehen. Ja, aber die haben 7 Jahre Garantie, die haben immer Garantie. Also, also da brauchst du ja gar nicht dran denken. Das ist ja dann eigentlich schon... aber würdest du jetzt... Jetzt die ganzen neuen Modelle rauskommen, wie siehst du jetzt die alten? Also jetzt nehmen wir den Soul hier. Wir haben ja nur, wir haben ja keine. Nehmen wir mal an, es gibt welche. Wenn es welche gibt, kann man nur, wir würden es auch gebraucht kaufen. Wir würden es auch gebraucht kaufen. Wir kaufen ja auch schon mal was zu hier, also keine Frage, aus dem Ausland, wo auch immer. Oder auf Auktionen. Wir haben auch nach der Einführung Niro vom Sonic, ich glaube 20, auf einer Auktion gekauft, diese Kia-Einführungsfahrzeuge, die jetzt zum Beispiel in Frankreich diese Promotion-Partys mitmachen, die Autos werden ja nachher angeboten über eine Versteigerung den Händlern. Und da würden wir, gut, die kommen jetzt nicht, aber wenn wir Gebrauchte kaufen können, hier herrscht keine Angst mehr vor Elektro. Ja. Ich habe das hier so ein bisschen ja umgeswitcht hier in dem Betrieb, wo ich hier angestellt war. Denn das, was hier mal jetzt sehen, die spezielle Ecke und so, das ist also auch mein Mist gewachsen, die Idee. Nur wenn man dann immer nur Knüppel zwischen die Beine geworfen kriegt, sagt dann die Geschäftsleitung, Engagement, wofür? Die sind wahnsinnig, wir kriegen keine Autos, Ruhe. Die müssen ans Geld verdienen denken. Und euphorisch warten, davon könnt ihr nicht essen und ihre Miete bezahlen. Aber du würdest auch sagen, wenn man jetzt einen gebrauchten Soul kaufen könnte, vom Händler oder privat, ist ja egal, kaufen. Ne? Ja, es sei denn, habt ihr Reichweite, die hat er nicht. Wenn ich sie nicht habe, habe ich sie nicht. Genau, aber die meisten brauchen ja nicht mehr. Wer braucht dann die 450 Kilometer vom Iniro? Ja gut, hier sind sie halt... Wenn ich einmal eine Woche laden, dann ist das bequem, aber ich brauche sie nicht am Tag. Du kommst dann mit dem 30 Kilowattstunden Akku, kommst du gut 200 Kilometer. Ja. 250, WLTP? Du meinst der Nefz hat 250, jetzt hier bei dem hier. Bei dem, ja, okay. Ja, da hast du denn 200 Kilometer hast du ungefähr. Und lass es doch 100 sein. Wieso Fock Mocker kommt jeden Tag zur Arbeit und zurück? Genau, Der wohnt auch nicht neben der Arbeit. Aber Nur seine Frau wird es nicht schaffen. Die würde deswegen hat er ja auch ein anderes Auto bestellt. Ist ja auch in Ordnung. Aber man muss sagen, wo es reicht. Ja. Und wenn es dann noch die doppelte Menge ist, als wie das, was ich brauche, warum nicht? Da fällt mir gerade was ein, weil du Fock Mocker sagst. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Sollte er den Film hier mal gucken. Er kriegt jetzt, die haben ja den Hyundai Kona bestellt und kriegen bis zur Auslieferung kriegen sie ein Ersatzfahrzeug gestellt, aber auch geleast oder gemietet, wie auch immer, ne? Ja. Bietet Kia sowas auch an? Ja, in Planung ist das offensichtlich, weil ich habe mich auch als Privatperson um diese Niro Vorführ- und Vorabpräsentation und bla bla gekümmert. Da kommt dann kam am Montag, ganz kurz nach dieser desaströsen Äußerung von Steffen Kost kam eine Befragung von hier, bald können Sie Probe fahren, wissen Sie schon, wie er aussieht. Und dann aufgrund der Lieferzeitsituation, da wurden drei Fragen gestellt, die deuten auf so ein Programm hin, was man mal antesten wollte. Ja. Da kriegte man als Angebot, aber es war noch kein Angebot, es war ein Test für ein Angebot. Ja. Seat 1,4, 140 PS, für bis zum, bis der Niro dann käme. Ja. Leasing 250 Euro im Monat, 20.000 Kilometer im Jahr. Ein sehr günstiges Angebot. Das zweite war ein Seat mit, ich glaube, mehr PS. Und der dritte war ein, wie heißt unser Sportwagen? Stinger? Achso, ein Stinger, ja. Stinger, volle Hütte, alles drin, 700 Euro. Als drei Optionen würde das eine Option für Sie sein. Das bedeutet, stand drunter, ist kein Angebot. Ja. Könnten wir vorstellen. War also ein Antesten. Was würden die bereit sein, zur Überbrückung was zu fahren? Und dann quasi Leasing, aber mit allem, Full Service, Versicherung, also nur tanken.
Versicherung, der entzieht für 250 Euro das neue Modell bis zur Lieferung in Niro. Würde man, ich glaube, man kommt irgendein Programm, ist noch nicht raus, war angetestet. Ja. Also bei Hyundai ist es ja so gewesen, wenn du den Ioniq haben wolltest, dann hast du einen Ioniq Hybrid gekriegt. Sofern verfügbar, ne? Und ich weiß nicht, wie es da mit dem Bezahlen war, wer was wie bezahlt hat, wie viel der Händler unterstützt hat. Ja. Der Händler wird ja sowas unterstützen können. Wenn man das alleine dem Händler überlässt, ist die Rate zu klein. Die 250 Euro passen nicht. Das ist nicht marktgerecht. Da stelle ich mir denn auch wiederum vor, weißt du, da sind jetzt ja einige drauf gesprungen, haben das Angebot wahrgenommen. Ja, ist doch gut. Und, die Gebrauchten sind Gold wert, die dann zurückkommen. Genau, da hast du ja dann richtig Gebrauchtwagen, kannst du dann auch gleich mithandeln. Ne? Günstiger, also die sind die sofort, 250 sofort lieferbar. Euro. Ne? 250 Euro ist ein Wochenpreis, ja. Also nicht ein Monatspreis. Ja. Wenn man das, ich war gut, dass die, das war also ein, zwei Tage nach dieser Drama-Geschichte da, kam da, ich denke, oh, aha. Ich habe dann geschrieben, nein, ich würde ein anderes Fabrikat kaufen, damit sie wach werden. Aber ob sie das hier, ich habe nur gesagt, aber wie gesagt, ich war da eine Überlegung. Ich habe auch noch einen Verbrenner, den ich nicht brauche. Ich brauche eigentlich gar kein Auto, aber wenn ich jetzt in der Situation wäre, habe ich überlegt, was würde ich machen? Seat fahren, Dingens fahren, ich glaube, war ein größerer Seat und der andere war ein Stinger. Ja, wenn ich jetzt mal Stinger fahren will, 700 Euro, volle Hütte, 2,5, also 3,3 Turbo, bub, alles. Ja. Die normale Leasingrate ist, glaube ich, bei 1.500 oder 1.300, weil der wird ja nicht massiv subventioniert. Der wird eigentlich gar nicht subventioniert, weil er nicht als Rabattauto gedacht war bei Kia, sondern einfach Image. Und wenn man sagt, okay, ich will ein Jahr so ein Ding fahren, okay, 700 Euro ist natürlich ein Haufen Zeug, aber das ist für so ein Auto nicht viel. Nee. Wie gesagt, noch nicht Angebot, aber man denkt darüber nach. Ja, also kann wir können auch den Kunden sowas anbieten, hier über Dinebier. Die machen auch, wenn einer sagt, okay, im Urlaub brauchen sie 4 Wochen ein anderes Auto, weil ihr Auto sonst die Reichweitenangst, was auch immer, dann mieten, genau. Du kannst dich ja eins mieten, auch für ganz kleines Geld, auch ein, sagen wir mal, Verbrenner-SUV für den Urlaub. Da die Gruppe groß genug ist, haben wir da auch 100 SUVs oder 80, die man dann in der Vermietung hat. Das hat der Nissan auch angeboten. Ich weiß nicht, ob die es noch machen, da bin ich jetzt gerade nicht auf dem Laufenden. Aber die hatten es ja mal so gehabt, wenn du da ein Leaf gekauft hast und wolltest dann halt irgendwie im Urlaub fahren, dann konntest du irgendwie, ich weiß nicht, 3 oder 4 Mal im Jahr, sage ich jetzt mal, so irgendeine Summe halt, oder waren es 14 Tage, ich weiß jetzt nicht, wonach das berechnet war, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr, konntest du halt kostenlos ein Cash-Cry kriegen. Für die Zeit, die du dann halt beispielsweise 14 Tage in Urlaub fährst. Ne? Kostenlos ist aber schon der. Das ist dann sehr großzügig. Wird vielleicht auch, kann man eigentlich nicht machen, weil das wird dann meistens dem Händler überlassen. Das muss also der Händler mal machen. Angebot macht der Importeur und Händler hat die Kosten an der Backe. Das ist oft so. Aber Nissan hat es ja mit angeschoben. Ne? Die haben ja den Leaf dadurch auf den Markt gebracht. Man sieht ja immer mehr draußen rumfahren. Und die haben es richtig gemacht, denke ich mal. Ne? Andere Hersteller. Also für die, aber andererseits, wenn man überlegt, ich bin jetzt, Nissan ist ja auch eigentlich japanische Qualität, weil ich bin mit den japanischen Qualitäten halt eigentlich groß geworden, nach den Gebrauchtwagen, ein normaler europäischer. Ich war halt von der Qualität sehr begeistert, aber Nissan aus England war auch damals schon Krampf. Ich weiß nicht, wo sie den Nissan bauen, den Leaf, aber wenn sie jetzt liefern können genau, und der Leaf, alles... der kommt ja jetzt aus England, also die Europa-Version, ne? Die war früher der elektrische, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, der elektrische. Okay, dann vielleicht früher mittlerweile... die ersten kamen aus Japan. Ja, das war die beste Qualität. Und dann haben sie den halt die Produktion nach Sunderland oder wie das heißt, in England geschickt. Sunderland wird nicht geschlossen, Sunderland. Der Qashqai wird abgezogen. Wegen Brexit nach Japan, der neue Qashqai. Aber gut. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, wie das denn läuft mit dem Brexit. Das wird verschoben. Dachte ich mal. Nee, ich meine jetzt mit der Autoindustrie. Ja, ne? Aber wenn Nissan da halt drin ist. Brexit wird verschoben. Gucken wir mal. Ich kriege nur Krampf auf die Reihe. Was ich noch sagen wollte, wenn die Nissan jetzt wirklich, die Zoe ist ein schickes Teil für eine Stadt, bei mir vor der Tür fährt dauernd jeden Morgen eine Frau durch die Gegend. Wunderbar. Aber wenn die liefern könnten, dann muss man ja auch sagen, oder meiner Meinung nach, ist das aber auch nicht viel. Dafür müssen sie mehr verkaufen. Genau. Was sind denn 5.000 Autos oder 3.000 im Monat? Was ist denn das? Okay. Also so, wenn man jetzt ne? Wenn keiner was hat und nur Nissan, dann müssen sie mehr verkaufen. Und Renault Zoe. Müsste mehr sein. Okay. Ich danke dir für die Meine Zeit. Ich. Gerne. Okay. Bis zum nächsten Peace. Mal. Tschüssi. Bye. Ich habe ja nochmal vorgehabt, den Kia e-New. Nein, stimmt ja gar nicht. Ich habe eine falsche Ansage gemacht nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur Probefahrt mit dem Kia Soul EV.
Thank you.